13 Monate ist es her, dass in Mössingen-Öschingen ein Hang ins Rutschen geriet und die Bewohner der dortigen Landhaussiedlung ihre Häuser auf unbestimmte Zeit verlassen mussten. Am Donnerstag hat das in diesem Fall zuständige Regierungspräsidium Freiburg das Betretungsverbot aufgehoben. Ein Grund zu feiern für die Betroffenen, aber beispielsweise auch für die Verantwortlichen von Stadt- und Landesamt. Erleichtert zeigten sich heute nicht nur die Bewohner und deren Angehörige, sondern auch Oberbürgermeister Michael Buhlander. Die Stadt hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den abgerutschten Hang zu entwässern und zu stabilisieren, was jetzt erfolgreich geglückt sei. Und das heißt letzten Endes, dass die Bewohner, die ja seit vergangenen Juni evakuiert sind, dass die jetzt wieder zurück können, sobald ihre Häuser dann auch saniert sind. Als die Nachricht kam, das war ein unglaublich tolles Gefühl. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, weil es wirklich, ja, wir wussten schon, dass es zurückgeht. Aber die Nachricht als solche war dann grandios. Einfach auch die Tatsache, dass unter einem Rutschhang Häuser so sicher gemacht werden können, dass man wieder dort wohnen kann. Also wirklich, wenn man es in der Basis betrachtet, finde ich großartig. Und ja, ich freue mich auch für meinen Vater, der einfach wieder in sein selbstgebautes Haus zurückkommen kann. 2 Wochen lang hatte ihr Vater nach der Evakuierung bei ihr gelebt. Mit ihrer damals noch lebenden Mutter und einer anderen 93-jährigen Bewohnerin der Landhaussiedlung, bis er eine Übergangswohnung in Öschingen gefunden hatte. Ein Jahr voller Anspannung und Unruhe liege hinter der Familie. Für uns geht es so weiter, dass wir den Umzug planen, weil wir haben den Mut gehabt, jetzt doch ja, während dieser Unsicherheit schon zu sanieren. Wir haben die Kanalisation gerichtet, wir haben die Risse ausspritzen lassen professionell und der Maler war da und ja, der verwunschene Garten ist noch zugewachsen, aber wir werden demnächst umziehen. Aber noch nicht alle der Nachbarn sind auch schon so weit. Für viele stehen erst jetzt die Sanierungen ihrer Häuser an. Aber auch für die Stadt ist die Arbeit noch lange nicht beendet. Wir müssen den Hang weiterhin beobachten, Inklinometermessungen durchführen, Grundwasserspiegelmessungen durchführen. Wir werden die Schüttungen am Auslauf am Öschbach regelmäßig messen müssen, die Niederschläge beobachten. Es wird monatliche geodätische Vermessungen geben, einfach auch eine Beobachtung des Hanges. Ohne die finanzielle Unterstützung der Landesregierung und ohne die unermüdliche Arbeit der Beteiligten hätte die Stadt Mössingen die Sicherungsmaßnahme wohl nicht schultern können, wie Buhlander heute ausdrücklich betonte.